natürlich. Ja, ich hab doch gesagt, dass hier lauter Holz liegt. Ich hab dir doch gesagt, ich hab noch Holz, wenn Wetter. Moin. So, zwei Steine kaputt geprügelt. Jetzt kommt der dritte an die Reihe. Es lohnt sich übrigens richtig, mit das Outdoors zu craften, wenn man sowas die ganze Zeit macht, weil da braucht man viel weniger Schläge, um die Sachen auseinanderzunehmen. Hm. Alex, hast du jetzt eigentlich ein Nachtsichtgerät? Ja. Okay. Civilian. Ja, ich auch. Ja, sowieso, ich hab... Wenn ich die anderen vier Sachen aus meinem Inventar mal rauskriege, ja komm, eins kriege ich jetzt raus, die anderen drei, dann habe ich wieder zwei Reihen frei für Sachen zum Mitnehmen. Dann kann ich auch wieder richtig helfen. Aber ich muss die halt erstmal verbauen, ey. Ja, ich habe das Licht geworfen, nicht wundern. Hör da auf, andauernd nicht Lichter zu werfen, das nervt. Ach, tut mir leid. Ich bin nachher scheiße. Das Knicklicht ist im Wasser gelandet. Boah, bin ich ein geiler Wurfmeister. Wenn ich jetzt sagen würde, wo ich das geworfen hätte, ne? Hier ist ein magischer Umhang neben unserer neuen Base gespawnt. Ich weiß, ein gutes Zeichen. Ich hab den gerade eben noch nicht mitgenommen. Das ist ein gutes Zeichen, daraus können wir uns Bandagen machen. Nice. Ich hab hier unten eh noch Klamotten liegen. Stone, less rocky. Der ist so. Na, ist doch schön, ne? Ach, und eine Leiter vielleicht. Das heißt, hast du Duct Tape? Ja, ich habe Duct Tape. Ach so, okay, ja, dann bring das mit. Du willst ihn aber nicht zu uns lassen. Absolute Warum nicht? Verschwiegenheit. Ja, genau. Dann haben wir drüber verhandelt. Also, wenn er was weiter verraten würde, dann... Nee, trotzdem. Nee. Nee. Hier kommt übrigens kein Eingang rein, deswegen sollten wir... Ja, natürlich! Nein, da soll kein Eingang rein, du sollst über den Container da reinkommen. Nein. Doch. Auf den Container komme nur ich. Das Haus hier baust du für dich selbst. Und hier hinten hin kommt der Eingang. Nein, das Haus hier wird zum Farmen gebaut. Und da soll man von innen reinkommen. Das heißt, du springst irgendwie über den Container rüber, keine Ahnung. Du meinst, du machst das hier jetzt so zu und genau. Hier kommt auch nichts rein. Da musst du nicht rauskommen, wenn irgendwann ist. Eigentlich. Nee, das wäre ja schon. Obwohl, eigentlich muss ich ja nichts. Ja, das wäre schon. Hast schon recht, ich muss nichts reinmachen an sich. Ich muss halt nur gucken, dass man oben irgendwie gut rankommt. Ja, okay, dann mach das, aber, ne? Container? Ja, wir sind beim Containerschiff. Ich hab mir schon gedacht, entweder ein Hafen oder das Containerschiff. Und beim Hafen war ich schon. Ja, daran kann ich mich noch gut erinnern. Hm. Dass du am Hafen warst, ja. Muss ich das jetzt verstehen? Ich mache jetzt mal einen Screenshot. Moment. So. Ich habe hier oben, ich glaube, an die 30 Buckshot-Munitionshülsen liegen, die ich nicht aufheben kann. Weil sie da nicht hochkommt. Nein, weil die hier rumbangen. Komm doch mal ins Haus. Ich kann gerade nicht. Ich kannst dir gleich mal angucken. Liegen direkt rechts neben dem Bett. Eine schöne Farm bauen. Ach, na super, die Zombies waren fleißig. Ja, wir sind sehr fleißig. Nein, die Zombies waren fleißig. Aber warum dann? Haben mir ein paar Kisten zerprügelt. Hm. Ach, was meintest du gerade eben eigentlich im Direktchat mit und danke fürs Metallschild? Weil als ich meine Haustür geöffnet habe, nachdem ich durch die Garage rausgegangen war, um mein Auto rauszuholen, habe ich die Tür aufgemacht und was sah ich? Ein Metallschild. Der Eingang war mit einem Metallschild versperrt. Nee, we don't want it. We haven't got a Metallschild. We would bow it woanders hin. Dat German. Oder dat Englisch. I got the most English skills in the world. Aber echt, ey. Tja, wie weit bist du denn, Herr Omniat? Ich bin gerade dabei, mir ein Lagerfeuer nochmal zu craften. Wir brauchen Klebeband.
Dieses genervte Stöhnen. Das war vor allem kein Erinnert mich Stöhnen, das irgendwie war an ein was. Ja. Oh mein Gott, das Und so hört sich bei plus dir ein Ja out, an. plus ausatmen. Wir Also brauchen es noch war mehr ein genervtes Klebeband. Stöhnatmen. Wir Oh brauchen sehr viel Gott. Klebeband. Wir wollen uns aneinander festkleben. Oh Gott, das Geh wird euch weg. umbringen. Wir wollen uns eine Basis aus Klebeband bauen. Müsste eigentlich rein theoretisch, Würde das cool aussehen? wenn du ein Haus über, ich sage jetzt mal Grand Canyon oder sowas baust, könntest du das rein theoretisch an Spinnenseide festmachen, weil die ja so stabil ist Ja, und elastisch. das Nur stimmt. dürfte dann in dem Haus sich nichts bewegen, sonst würde nicht alles schwanken und das würde alles instabil machen. Ich habe mich gerade voll von der Sandburg erschrocken. Ich dachte, das wäre irgendwas Cooles. Aber es war nur Sandburg. Oh Gott. Das ist Ich eine dachte, Sandburg. es wäre eine Kartoffel oder so, aber es war eine Sandburg. Weil es in diesem Spiel nichts Besseres gibt als eine Kartoffel. Ach, sagen Sie, Herr Omnia-Söldner, haben Sie eigentlich schon den netten Mann gefunden, der eine gute Zeit hat? Ich weiß, dass der bei euch da auf der Insel irgendwo ist. Nee, der ist auf der. Warte, ich guck gleich mal auf die Map. Ist eigentlich egal. Ich weiß, dass er auf einer der Lol. Inseln Meine Map. rumhängt. Ja, aber der ist auf einer anderen Insel, als wo das Schiff ist. Bevor Ach, du im Übrigen zum Scheiße. Schiff fährst, wir sind nicht auf der Insel mit dem Schiff. Ich habe mir nicht das Bein gebrochen. Wir sind Ich an hab's einem gehört. geheimen Ort. Er hat gerade Scheiße gesagt. Was haben die Zombies jetzt schon wieder gemacht? Nee, die Zombies haben gar nichts gemacht. Ich bin einfach nur bescheuert, weil ich habe gerade Ich im weiß. Glauben, dass ich Eisen produziere, Steinplatten produziert. Wow. Können wir die haben? Nein. Fick dich. Im Übrigen, Gerd, komm mal nach oben, dann siehst du, wie viel Schrotmuni da liegt. Ja, ich hab's gerade schon gesehen. Und du kannst nichts davon aufheben. Ich weiß. Oh, guck mal, Omni, da will jemand was von dir. Omniat, wir brauchen Klebeband. Vielleicht kann Omniat ja die ganze Munition aufnehmen. Ich will aber nicht, dass Omniat herkommt. Ja, Pech. Wir haben eh Verschwiegenheitsvertrag. Das heißt, er darf nicht darüber reden, wo wir sind. Tja, Die dann sind werde ich ihn übrigens kaputt. umbringen müssen. Was denn? Zunge weg. Ich glaube, die sind bei dir, wa? Ach so, ach, du meinst, dass das Scherz? Ach so, wow. Ja. Das hatte ich jetzt erst nicht verstanden. Ich dachte, du hättest die gesehen, wie die bei uns sind. Nee. Ja, das wäre ein bisschen dumm. Ja, das wäre wirklich sehr dumm jetzt gerade. Wohin rennst du schon wieder, Gerd? Ich laufe die ganze Zeit im Kreis, weil wir Klebeband brauchen. Tja, ich würde ja sagen, sorry, Restart. Warum? Ach so, weil du das nicht Für aufheben Klebeband. kannst. Ja, weil hier liegen wirklich. Ich habe einen Screenshot von gesagt und da ist jetzt noch mehr. Es leuchtet halt auch schon. Weißt du, kreisrund, wie eine Mine, liegt hier Schrotflintenmunition. Ja. An die 40 Schuss schon. Das ist richtig fies. Und ich kann es nicht aufheben. Ich habe doch erst 20 Schuss mit. Boah. Tja, da kann ich dir nicht helfen. Ich würde ja mal sagen, du kommst mal vorbei, Omniat. Ich bin dagegen. Ja, schön. Dann bist du halt dagegen. Wer hat hier am meisten gebaut? Wir leben in einer Demokratie. Ja, Und 20 dafür, jeder, der dass für jemand Demokratie ist, kommt. erschieße ich. Ah, wirklich? Tust du Stimmt, wir das? sind in einer Zombie-Apokalypse, in einer Welt mit Zombies. Na, nach der Auto. Mal Apokalypse. überlegen. Ich habe ein Gewehr, ein Scheiß auf Demokratie. Scharfschützenvisier, voll Ja, und ich habe eine Auto. schallgedämpfte Schrotflinte, du weißt nicht, von wo ich schieße. Und ich habe eine MG. Ich habe ein MG-Magazin. Ich habe noch eine Mine. Ich schieße einfach auf alles. Zum Beispiel auf dich selbst. Hab Ja, dich im das Visier, wär's. wär's tot. Ah ja, wirklich? Bist du dir sicher? Ich würde nicht Ja. weitergehen, weil da drin liegt eine Mine. Da liegt keine Mine. Doch. Hier liegt keine Mine. Doch, hier, guck, eine Schrotflintenmine. Oder du hast mich gerade voll erschrocken. Ich dachte, du bringst mich jetzt wirklich um. Warte mal. Ich glaube, ich konnte da was umbringen. Ich Nee. glaube, ich konnte was umbringen. Ich Der habe Fuck. einen Schrotflinten-Schuss mit F, anstatt aufzunehmen, weggeworfen. Ich habe jetzt einen weniger im Inventar. Auf, Nice. irgendwie, obwohl ich da nicht auf F habe ich nehmen, aber okay. Ja, Omniant, möchtest du da mal zu uns kommen? Moment, ich mache mir gerade das ganze Eisen hier fertig. Okay. Ich möchte immer noch nicht, dass er zu uns kommt. Laufe ich hinter dir? Habe ich dich im Visier, würde ich dir ein...
Geh weg. Ich vertraue dir, dass du mich tötest. Aber dein Gesichtsausdruck sieht so gequält aus. Weil ich spawn gleich wieder hier und du wärst dann tot. Ja, du wärst aber nackt und ich könnte einfach dein Bett kaputt machen. Dann würde ich dich doppelt töten. Wird keinen Sinn ergeben. Ja, doch, wie willst du dich denn zweimal töten? Ja, aber hätte ich auf dich geschossen, würdest du bluten und würdest sterben. Auch wenn du mich getötet hättest. Wenn du ohne Items spawnst, nachdem ich dich getötet habe, wie willst du auf mich schießen? Ich hatte dich gerade mit dem Kopf im Visier. Ja, ja. Da reicht ein mit Schuss, dem Kopf hast du mich im Visier, okay. Ja, ich hatte deinen Kopf. Dein Kopf kann zielen. Mein Kopf kann auch zielen. Oh, ja. So, geht doch, jetzt habe ich alles dabei. Okay. Ich sage jetzt Omniat, wo wir sind. Wir sind ausgewandert. Wir sind jetzt in Aserbaidschan. Ist auch so ein Aserbaidschan. Also, ihr seid irgendwo beim Containerschiff. Nö. Ganz andere Richtung. Wir wollen nicht sagen, wo wir sind. Ja, doch, ich schon. Nein, sei leise. Ja, ich hab eh einen Stillhaltungsvertrag mit dem. Wo bist du? Ein Stillhaltungsvertrag. Ich bin an der Sand. Was ist denn ein Stillhaltungsvertrag? Egal, was du machst, ja, der halt muss stillhalten. Ja, dass halt die Pumpe stillhält. Keine Ahnung, wo die Sandburg ist. Ich hab ein Problem. Was denn? Gerd. Nein, ein viel größeres. Gerd, ich komm mal nach oben. Was ist wir los? Sind beim Bunker. Oh Gott, wo ist der? Mann, ich will dich töten. Was hast du für ein Problem? Hunger, Essen, habe ich alles da. Wo war der nochmal? Ich habe ja keine Karte mehr. Wir könnten dich abholen. Wo bist du denn? Nee, können wir nicht. Hier, ich bin hier. Und mein Schrotflint ist aus meinem Inventar verschwunden. Ja, und? Kann ich nicht ändern. Die liegt nirgends. Glaubst du jetzt, ich habe sie dir geklaut? Was war es denn für eine Schrotflinte? Diese Polizeischrotflinte. Ja. Oh, Schalke denn. Wo war denn jetzt diese verdammte Bunkerinsel? Die war rechts vom Militär, also wenn du losfährst, ja, nach rechts, also nicht in Alex, Gegensatz Richtung Unterstadt. Wohin denn jetzt? Ihr redet so durcheinander! Ja, das ist mein anderes. Plan, damit du nicht verstehst, wo wir sind. Trottel. Ich bring dich gleich um. Ey, das ist so unfair. Hier sind so Container und wir bräuchten noch eine Leiter, um da hochzukommen und dem Container. Ja, jetzt da oben liegt eine Leiter. Also, wir sind auf der Bunkerinsel, die ist, du weißt doch, wo die kleinen Zelte stehen, die zwei Stück, wo die Brücke ist, ne? Alex, Schlag mich mal, ich will da hoch. Und da an der Küste entlang fahren zu der Stadt und dann dort schwimmen. Ja, genau. Ja, genau. Also, ja, hinterm Bauernhof. Ja gut, dann ist es die Insel schon noch, okay. Ich will da hoch. Ja, ja. Ich droppe jetzt meine ganze Schrotmunition, weil die Schrotflinte ist einfach weg. Nice. Die ist, keine Ahnung, die spawnt. Keine Ahnung, mach ich nicht. Ich bin in deine Stacheldings getreten. Ich hab's gehört. Achso. Ah ne, ich hab keinen Inventarplatz. So, ich bin jetzt dann gleich bei der Insel. Hast du Klebeband mit? Ah, ja. Wie viel? Moment. Nimm so viel du kannst. Wir nehmen alles. Ich habe 5 Klebeband dabei. Ja, das war. Das reicht für 5 Leitern, glaube ich. Ja gut, wir brauchen ja eh noch Sticks, ne? Oder hast du die? So, dann schwimme ich mal zu euch rüber. Ich habe Holz und eine Säge. Und jetzt ist auch nicht bei der falschen Insel. Nee. Das ist doch so, dass da ein Hügel ist und dahinter ist der Bunker, oder? Ja. Genau. Gut, dann ist es die Insel. Und ich schwimm da am einen Ende der Insel rüber. Okay. Ein Mann drin und singt, ich hocke in meinem Bunker und bin nicht mehr Mutter. Achso, Berlin nicht in Claptraps treten. Ich habe Blausäure, Kapseln und genug Benzin. Ja, und ich habe eine C14 Timberwolf, die dir deinen Kopf wegpustet. Ich habe eine Uzi. Oh scheiße, ich habe ein Auto. Uzi, die habe ich gefunden und die Munition habe ich auch gefunden. Ich höre ein Auto. Ich habe ein Natro-Dragen-Magazin. Natro-Dragen-Magazin? Was? So ein Fick? Wo ist das Auto? Weißt du das ungefähr? Das ist, glaube ich, auf der Insel. Also, ja, da sehe ich es gerade. Es fährt gerade in Richtung der Bauernhöfe. Die suchen uns bestimmt beide. Weil die haben da. Können sie ja. Weil die haben ja, wie ihr den Chat ja vermutlich noch lesen könnt, auch mich noch nach Friendly und so gefragt. Naja. Schreib einfach nein. Warte mal. Habe ich ja geschrieben. Nö, XD. Also als Scherz, ehrlich, um ehrlich zu sein. Also, ich beende jetzt mal die Folge, bevor mir die Uhr dazwischen piept. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss, zum nächsten Mal.